Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir, das sind Helene Pachale von der Leibniz-Universität Hannover und ich bin Steve Kenner und derzeit an der Freien Universität Berlin tätig. Wir beide forschen im Feld der Lehrerinnenbildung. Wir beschäftigen uns in der Forschung viel mit Fragen von Bildungssettings und Bildungsräumen. Und diesen Podcast hier haben wir ins Leben gerufen, um ja, darüber zu sprechen mit unseren Gästinnen und Gästen, wie neue Freiräume entstehen können im Kontext von Bildungserfahrungen. Und haben da über ganz unterschiedliche Themen schon gesprochen. Heute wollen wir über das Thema Sprache sprechen. Und dafür haben wir zwei ganz tolle Gästinnen. Und Helene Pachale wird sie euch ganz kurz vorstellen. Ganz genau. Heute soll es um das Thema Sprache gehen und wir wollen dieses Thema von ganz unterschiedlichen Seiten aus beleuchten. Wir haben einmal eingeladen Jana Tukaryk vom Beethoven-Gymnasium. Schön, dass du da bist, die als Fremdsprachenlehrerin tätig ist und aber auch in Berlin und bundesweit mit dem Bundeswettbewerb Fremdsprachen koordiniert. Und wir wollen ganz viel davon erfahren, wie man eigentlich Fremdsprachenlernen in der Schule so gestalten kann, zum Beispiel, dass es motivierend ist, dass sich Freiräume ergeben können und wo manchmal auch die Herausforderungen dabei sind. Sprache von der anderen Seite wollen wir aber eben auch beleuchten, wie wir schon gesagt haben, nämlich wie ist das eigentlich mit dem familiären Fremdsprachenlernen, wie ist das mit dem Fremdsprachenlernen im Kindergarten. Dafür ist Amira Mesid heute da, die uns davon berichten wird und der wir ganz viele Fragen stellen können. Wir sagen das gleich vorab, wir duzen unsere Gästinnen und Gäste ja meistens oder eigentlich fast immer. Und Amira ist aber für mich eine ganz besondere Gästin, denn sie ist meine Schwester. Und daher kennen wir uns schon sehr, sehr lange, sozusagen von Geburt an. Jana haben wir über einen Kollegen kennengelernt, beziehungsweise ist darüber der Kontakt entstanden. Und wer Jana auf Twitter folgt, wird sehen auch, was sie da alles beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen macht und im Bereich des Fremdsprachenlernens. Und da durften wir ihr in den letzten Wochen schon folgen und konnten ganz viel erfahren. Also wir freuen uns, da noch mehr heute zu erfahren, liebe Jana. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir starten ganz oft mit der Frage, was ist für euch ein Freiräume? Wenn wir das Thema haben, Sprache, wäre die Frage an euch, und ich stelle sie zuerst an Jana, wie kann aus deiner Sicht Sprache ein Freiraum sein? Sprache hat eigentlich unendlich viele Freiräume und ganz viele Möglichkeiten. Also ich weiß gar nicht so richtig, wo ich damit anfangen soll, weil jeder spricht, denke ich, vom, ja, wahrscheinlich seit man ein Jahr alt ist. Also ich kann jetzt vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe Zwillinge, die haben zuallererst in ihrer Zwillingssprache gesprochen und haben sich dann ganz frei miteinander ausgedrückt, aber sich gegenseitig verstanden, was ich sehr spannend finde. Die sind auch zweisprachig aufgewachsen und sind zuerst in Kreuzberg, nein, stimmt nicht, in Tiergarten, in einen Kindergarten gegangen mit ganz vielen türkischen Kindern und haben uns dann zu Hause erzählt, also Englisch wollen wir nicht sprechen. Kein Kind spricht Englisch. Alle Kinder sprechen Türkisch. Also Englisch wollten sie mit ihrem Papa gar nicht reden. Also die nehmen sich also auch die Freiheit heraus, so zu sprechen, wie sie wollen. Und was jetzt die Schule zum Beispiel angeht, da versuche ich ganz besonders den Schülern schon von Anfang an die Möglichkeit zu geben, frei zu kommunizieren. Das heißt, ohne dass ich auf die Fehler gucke und sich auch selber Themen auszusuchen und zu den Dingen, die sie interessieren, zu kommunizieren. Aber ich denke, da kommen noch viele Themen hinzu während unseres kleinen Gespräches. Das glaube ich auch. Von dieser Zwillingssprache wollen wir unbedingt noch mehr erfahren. Das Thema aber Sprache und Kindergarten passt bei dir ganz gut, Amira. Magst du uns kurz was zu deiner Biografie erzählen? Und dann auch, was für dich oder inwiefern für dich Sprache ein Freiraum ist? Ja, gerne. Also ich bin bilingual aufgewachsen mit Deutsch und Türkisch, wobei ich sagen würde, Deutsch ist schon die dominierende Sprache dabei gewesen. Und war auch in einem deutsch-türkischen Kindergarten und würde sagen, dass Sprache als Freiraum, also da geht es mir ähnlich wie Jana, dass es sehr viele Freiräume erschließt, aber primär würde ich sagen, dass es mir hilft, kritisch zu denken und mir neue Welten zu erschließen. Andere Sprachen machen auch andere Bilder auf
und quasi einen Weitblick auf manche Dinge zu erlangen oder eine andere Sicht als nur über eine Sprache, genau. Werden wir heute wahrscheinlich über ganz viele verschiedene Facetten von Sprache sprechen. Ihr habt beide jetzt schon eine sehr positive aufgemacht, nämlich sich die Welt zu erschließen. Vielleicht ist das pädagogisch sinnvoll, wenn wir mit dem positiven anfangen, aber uns auch relativ schnell mit Herausforderungen beschäftigen, damit wir am Ende wieder einen positiven Ausklang hinbekommen. Ich würde ganz gerne ein Bild mal in den Raum stellen, ganz am Anfang unseres Podcasts, das ich von Kübra Gümüşsay gehört und gelesen habe, die Sprache als einen Raum beschreibt oder sich wünscht, dass Sprache ein Raum ist, der genau das macht, was ihr gerade beide gesagt habt, der etwas aufschließt, der irgendwie ein großes Fenster mit Panorama in die Welt ist oder mit Türen, die auf und zu gehen, aber auch sagt, dass Sprache auch ein Käfig sein kann, aus dem man nicht rauskommt, mit dem man sich sozusagen die Welt gerade nicht erschließen kann oder auch nicht wahrgenommen wird. Genau, bevor wir da vielleicht weiter ins Detail gehen, habt ihr damit auch Erfahrung gemacht oder teilt ihr sozusagen dieses Bild oder verbindet ihr Sprache vor allem mit einem positiven Erlebnis? Also ich empfinde Sprache durchaus positiv, dass sie mir Möglichkeiten entwickelt, eröffnet. Und ich persönlich habe viele Sprachen gelernt und für mich war das auch immer so die Möglichkeit, mit etwas anderem Kontakt aufzunehmen als mit meinem unmittelbaren Umfeld. Aber ich erlebe doch auch, dass Sprache manchmal einschränkend sein kann. Also zum Beispiel, also ich bin in Sachsen aufgewachsen, das hört man vielleicht nicht mehr, weil ich habe eben die Sprache dann abgelegt und ich bin immer von Ort zu Ort umgezogen. Ich bin 16 Mal in meinem Leben umgezogen und habe dadurch also quasi schon viele Dialekte als Fremdsprachen gelernt. Und wenn man jetzt mit einem sächsischen Dialekt daherkommt, wird man schon anders angeschaut, als wenn man Hochdeutsch spricht. Also auch die dialektalen Varianten können halt quasi ein Käfig sein in dem Sinne. Ja, definitiv. Also ich stelle das auch fest, ähnlich und finde aber auch, dass Sprache eher weniger ein Käfig ist, sondern eher viele Freiräume aufmacht. Aber gerade wenn man wenn es um die Gender-Debatte zum Beispiel geht, merkt man ja schon, dass wir da auch an Grenzen stoßen und das sind wieder Welten, die andere Sprachen zum Beispiel öffnen können, die diese Probleme zum Beispiel nicht haben, weil sie genderneutral sind. Wie das Türkische zum Beispiel, was keine Pronomen hat. Genau, also das sind Welten, die andere Sprachen wieder öffnen können und wo wir gerade unsere Grenzen sehen. Ich würde an der Stelle auch aus der eigenen Biografie sprechen. Steve und ich, wir sind ja beide auch FremdsprachenlehrerInnen, beide für Spanisch und politische Bildung. Und als ich damals ins Ausland gehen durfte, während meiner Schulzeit, hat sich für mich zu dieser Sprache noch eine ganz neue Welt einfach eröffnet. Und ich wünschte, dass so viele Menschen diese Erfahrung machen können, dass eine Sprache, die ich zum Beispiel in der Schule lerne, dass dazu Kulturen gehören, gerade beim Spanischen ganz vielfältiger, aber Englisch und Französisch, da ist das ja auch nicht anders und bei allen anderen Sprachen sowieso auch nicht. Aber das sind eben diese traditionellen Schulfremdsprachen jetzt, ne? Englisch, Französisch, Spanisch. Und wiederum sehe ich aber auch als Lehrerin, die in Berlin tätig war, wie unterschiedlich Herkunftssprachen behandelt werden. Dazu kannst du vielleicht noch viel mehr sagen, Jana, da du aktuell tätig bist. Wenn Sprachen auf- und abgewertet werden. Und dann ergibt sich für mich schon dieser Käfig, von dem du gesprochen hast, Steve, und den Kübra Gümüşsay in ihrem Buch Sprache und Sein, was wir hier auch nochmal unbedingt verlinken sollten, weil es ein ganz tolles Buch ist, benennt, ne? Wie habt ihr einerseits das Sprachenlernen in der Schule erlebt und andererseits, du Amira, nochmal zu Hause auch das Fremdsprachenlernen? Das würde ich gern von euch beiden wissen. Also ich kann ja mal kurz anfangen. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Dialekte erworben, bevor ich die erste Fremdsprache begonnen habe. Und die konnte ich mir nicht auswählen. Also das war Russisch für alle. Und da hatten wir auch keine Kultur dazu, der wir uns groß angenähert haben.
Also das war eigentlich alles sehr weit weg und eher so eine theoretische Übung. Und dann später habe ich noch Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Italienisch gelernt. Einfach aus Spaß. Und da konnte ich dann eben auch auswählen, welche Sprache ich wähle. Und das fand ich dann auch wichtiger. In die Sprachen habe ich mich auch mehr angenähert als an meine erste, die ich schon fast vergessen habe. Hast du diese Sprachen alle in der Schule oder während des Studiums zum Beispiel gelernt? Oder in welchen Kontexten fand bei dir das Sprachenlernen dann der Sprachen statt, die du für dich selbst noch gewählt hast? Also in der Schule angefangen habe ich natürlich Englisch, Französisch und auch Latein. Und im Studium hatte ich dann noch, also die Auflage, ich musste eine romanische Sprache lernen, aber ich konnte mich nicht entscheiden und habe ich zwei gelernt. Ja, und zusätzlich habe ich Englisch halt schon über Medien gelernt, ganz viele verschiedene. Dann habe ich auch einen Kanadier geheiratet, der Englisch spricht und auch Französisch. Also von daher habe ich die Sprachen auch und ich war im Ausland und habe in Französisch, nein, in Frankreich, in Tours Französisch gelernt. Und ja, und ich besuche immer mal Italien und in Spanien war ich auch schon. Dann habe ich festgestellt, dass man Rumänisch auch sehr gut versteht, wenn man romanische Sprachen kann und habe dann schnell mit Duolingo nochmal nachgezogen. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber eben auch den Kontakt zu den Menschen, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Der Kontakt zu den Menschen und halt auch zu sehen, vor Ort wird die Sprache gesprochen, ne? Also die Motivation, tatsächlich auch die Sprachkenntnisse dann anwenden zu können, vermutlich, ne? Genau, also das eine ist natürlich das Anwenden mit Menschen zusammen und das andere ist auch eben mehr zu erfahren über die Kultur. Also durchaus auch eben über Medien, über Bücher und auch über Spiele eigentlich, ne? Man kann auch, es gibt auch sehr gute, zum Beispiel Videospiele auf Englisch, was auch sehr viel Spaß macht. Das familiäre Fremdsprachenlernen, das hast du vorhin schon gesagt, dass deine Kinder dann anscheinend mit Englisch auch groß werden, wahrscheinlich, ne, bilingual dann durch deinen Mann, oder ist bei euch dann Englisch die Sprache, die ihr zu Hause grundsätzlich sprecht? Nein, eigentlich nicht grundsätzlich. Also wer zuerst anfängt zu sprechen, spricht eigentlich meistens die Muttersprache und dann ergibt sich das so. Und du hast gesagt, Jana, dass deine Kinder auf einem deutsch-türkischen oder in einer deutsch-türkischen Kita waren. Habe ich das richtig Nein, verstanden? die Wie? waren in einer deutschen Kita, aber ich glaube, es waren nur drei deutschsprachige Kinder ursprünglich, also von der Muttersprache her da. Die haben schon alle Deutsch miteinander gesprochen, aber es war auch sehr viel, also einmal Türkisch, es war ein bisschen Arabisch und es gab auch pakistanische Kinder dabei, also so gemischt. Und die Erzieherinnen und Erzieher, haben die Deutsch gesprochen oder? Ja, die haben Deutsch gesprochen und eine Erzieherin konnte auch Russisch, aber Russisch Kinder gab es, glaube ich, nicht. Also ist mir zumindest nicht in Erinnerung. Ist schon eine Weile her. Sie sind schon 17. Okay. Ja, Amira, Also der magst du uns sprachliche auch? Hintergrund war da. Entschuldigung. Entschuldigung, Jana. Genau, Amira, magst du uns auch teilhaben lassen an deinen ersten Erfahrungen quasi mit Fremdsprache, wobei ich genau gar nicht weiß, ob das Türkisch für dich eine Fremdsprache ist oder eine zweite Muttersprache. Ich würde es schon als zweite Muttersprache bezeichnen, obwohl ich bei weitem nicht so gut Türkisch spreche wie Deutsch. Und es auch erst später kam, dass ich angefangen habe, wirklich aktiv Türkisch zu sprechen. Das am Anfang verstanden habe, aber eher noch ein bisschen gehemmt war, es wirklich anzuwenden. Und das dann eher später kam. Und auch durch Musik und viel durch Kultur, also Filme und genau, wie gesagt, Musik, das Interesse nochmal stieg, das anzuwenden. Aber im familiären Kontext haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Deutsch gesprochen. Genau, und dann in der Schule habe ich Englisch gelernt und Spanisch. Auf Spanisch dann auch eine mündliche Abiturprüfung gemacht. Und gerade bin ich dabei, Arabisch zu lernen, habe gerade einen einjährigen Arabischkurs abgeschlossen und bin jetzt auch mit Duolingo dabei, vielleicht ein bisschen dran zu bleiben, mal schauen, wie das läuft. Genau. Aber
Gerade bei Englisch, muss ich sagen, kam die Freude an der Sprache erst durch das Reisen oder durch die Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern, also eher durch die Motivation, sich mit ihnen verständigen zu können. Genau. Und was ich gerade auch feststelle beim Reisen, ist, dass Englisch ein großer Schatz ist, wenn man es beherrscht, aber einen teilweise auch eingrenzt, weil man fast nur noch auf Englisch kommuniziert und gar nicht mehr auf den Sprachen der Länder, die man bereist, weil man die Notwendigkeit gar nicht mehr hat, sich damit auseinanderzusetzen, was total schade ist, finde ich. Also wenigstens Begrüßungen und Verabschiedungen auf der Sprache, die vor Ort gesprochen wird, zu erlernen. Genau. Ja, das stimmt. Also ich kann das auch bestätigen, weil ich bin ja mit meinem Mann oft unterwegs. Und sobald irgendjemand merkt, er kann Englisch, dann darf er seine Sprachen nicht mehr praktizieren. Dann wollen alle Englisch mit ihm üben. Und er spricht halt gerne, was er kann, Französisch auch und lehrt Ukrainisch. Und dann ist es immer sehr schade, wenn er es nicht praktizieren kann. Das glaube ich. Und da sieht man aber auch, wie unterschiedlich Menschen an Sprachen herangehen. Also, dass es einerseits ja sein kann, ich wende eine Sprache an, weil ich auch die lernen möchte in meinem Alltag. Also, ich suche mir Personen, um mit denen zum Beispiel dann das Sprachenlernen zu forcieren. Und andererseits aber verstecken Menschen bestimmte Sprachen auch, die sie können oder praktizieren sie gar nicht mehr, weil eben keine Verbindung dazu besteht. Also du hattest vorhin das Russische angesprochen, Jana. Wir hören von unserer Mutter immer, Amira und ich, dass ihr so schwer fällt oder dass es so schade ist, dass sie das Russisch gar nicht mehr spricht und eigentlich gar keine Fremdsprachen kann. Und wenn ihr beide beschreibt, wie man ja auch mit Apps zum Beispiel Sprachen lernen kann, denkt man immer, Mensch, es wäre doch aber so einfach, dass man sich den Sprachen wieder widmen kann. Warum glaubt ihr aber, ist es auch so schwer, Sprachen zu lernen? Möchtest du anfangen, oder? Also es ist halt schwer, es also die Routine zu entwickeln und dann wirklich gut zu sein, ne? Und sich sehr sicher zu fühlen. Und für manche Leute ist das leichter und für andere ist es schwieriger. Für manche ist die Kommunikation einfach der wichtige Punkt. Und es ist ihnen egal, ob sie vielleicht einen Akzent haben oder was falsch sagen, also falsch. Und andere, die kommunizieren gern und sprechen dann einfach drauf los und können mit minimalem Wortschatz eben schon sehr viel erreichen. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Bundeswettbewerb auch einen Jungen, der hatte Französisch erstes Lernjahr und hatte das dann als Wettbewerbssprache gewählt und musste da ein Buch lesen. Es war ein Comic immerhin. Es hat ihm ein bisschen geholfen und er hat dann aber mit uns ein Literaturgespräch geführt. Und es war wirklich so beeindruckend zu sehen, wie er nach einem Jahr Französisch sich darüber unterhalten konnte, weil er es wollte, auch wenn es wirklich sehr einfache Sätze waren. Das liegt eben auch so ein bisschen am Talent, aber auch an der Einstellung, ne, wie man auf Neues zugeht. Genau, ich denke auch, dass die Einstellung ein ganz großer Faktor ist. Und bei vielen überwiegt, glaube ich, auch die Scham, etwas falsch zu sagen. Das kennt man von sich selbst ja auch. Und darüber hinwegzusehen, wenn man das eben tut und darüber lachen zu können, ist gar nicht so einfach. Und ich glaube aber, das aktive Sprechen und das Anwenden, das ist viel relevanter als das stupide Lernen. Und das macht man ja meistens mit den Apps. Aber die Sprache dann tatsächlich umzusetzen in einem kulturellen und sozialen Kontext, womit ja auch Erinnerungen geschaffen werden, bleibt viel mehr verankert, wahrscheinlich. Ich hatte auch die Erfahrung, als ich eine Klasse hatte, die erst in der 9. Jahrgang mit der zweiten Fremdsprache begonnen haben, wurde mir deutlich, was für ein Schatz das auch ist, dass man zum Beispiel schon in der 3. Klasse in fast allen Bundesländern mit Englisch beginnt und da noch so frei ist und noch nicht so schambehaftet, wie du das gerade beschreibst, ne? Dass man ja eigentlich ansonsten in einem Alter von 15, 16 Jahren in die Situation eines Kleinkindes zurückversetzt wird und wo man sich nicht ausdrücken kann in der Sprache, ne? Wo man mit Händen und Füßen irgendwie agieren muss und das aber in einem kognitiven Status
wo man das eigentlich gar nicht möchte, wo man in allen anderen Unterrichtsfächern sonst auch darauf getrimmt wird, sich möglichst gut auszudrücken. Und auf einmal kann man das in der Fremdsprache nicht mehr. Und deshalb ist es schön, sowas zu hören, was du gerade beschrieben hast, Jana, dass jemand nach einem Jahr dann schon so weit ist, ne? Und anscheinend zum Beispiel so eine Scham überwunden hat und einfach drauf losspricht. Du hattest den Bundeswettbewerb Fremdsprachen schon angesprochen. Helene, darf ich ganz kurz dazwischenhaken? Ich finde es total spannend, denn Helene hat es auch schon gesagt, ich bin auch Fremdsprachendidaktiker, wenn wir über die Schule und das späte Lernen einer Sprache nochmal intensiver sprechen. Ich glaube, es gibt nämlich auch noch ganz andere Gründe, warum man so gehemmt ist. Nicht nur quasi die Sorge, etwas falsch zu machen, sondern tatsächlich lernen wir die zweite Sprache ja in der Regel dann in der Schule. Und in der Schule, die Schule ist ein sehr disziplinarisches System, das eben auf Leistung, auf Erfolg, auf Noten und so weiter ausgelegt ist. Es geht also nicht nur darum, ob ich was falsch mache und mich das traue, von anderen zu sagen, sondern ob ich eine schlechte Note bekomme, wovor ich eben durchaus Angst haben kann. Ich finde das ganz spannend, wenn wir gleich darauf nochmal intensiver zu sprechen kommen, aber ich glaube, dass es für unser Gespräch total sinnvoll wäre, auch nochmal so ein Stück weiter vorne anzufangen. Und das, wenn das für dich okay ist, Helene, würde ich Amira nochmal ganz kurz fragen. Du legst ja deinen Schwerpunkt auf Sprachbildung schon ganz früh, quasi von Anfang an in der Kita. Helene hat es vorhin gesagt, bist an einer deutsch-türkischen Kita. Und ich hatte vorhin so bewusst nachgefragt bei Jana und ihr habt es selber vorhin als Beispiel gebracht. Wir klassifizieren Sprachen ja durchaus unterschiedlich. Und es gibt quasi so Fast-Track-Kitas, wo Kinder schon ganz früh Englisch, Französisch, Mandarin lernen. Vor allem Kinder aus eher gut bürgerlichen Familien, die sich das auch leisten können, diese privaten Kitas zu bezahlen. Also es gibt Sprachen, die hoch angesehen sind, die man möglichst früh lernen soll. Und es gibt Sprachen, bei denen Teile der Gesellschaft eher so naserümpfend quasi vorbeilaufen, wenn zum Beispiel Kinder auf dem Spielplatz Türkisch oder Arabisch reden, während in anderen Teilen der Stadt auf dem Spielplatz dann die Kinder Englisch oder Französisch reden und man mit so einem oder viele mit so einem anerkennenden Blick an dem Spielplatz vorbeilaufen und sagen, oh, guckt mal, die Kinder sind bilingual aufgewachsen. Und ich glaube, diese Form sozusagen von Ausschlusserfahrungen, wenn man ganz früh andere Sprachen lernt, machen viele Menschen in Deutschland. Wir sind in Berlin, zumindest glaube ich, sind wir alle vier in Berlin gerade. Und hier gibt es, glaube ich, schon ziemlich viele Kinder, die das erleben, die also so bilingual aufwachsen oder zwei Sprachen lernen und das eben erstmal gar nicht so unbedingt als etwas Inklusives erleben, sondern als etwas, was auch ausschließend ist. Und deswegen finde ich es total spannend, dass du an der deutsch-türkischen Kita bist, bei der das offenbar bewusst auch als etwas, als eine Stärke sozusagen wahrgenommen wird. Das wäre jetzt mein Eindruck von außen. Magst du das mal beschreiben? Ist das so? Können sozusagen die Kinder dort ihre, ja, zwei sprachlichen Räume, ihre zwei sprachlichen Identitäten so ganz frei leben und werden sie in beidem auch gefördert? Genau, definitiv. Also das ist auch was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt an der Einrichtung, dass beide Sprachen möglichst gleich gefördert werden. Das ist natürlich nicht ganz möglich, weil viele Angebote in Deutschland eben nur monolingual stattfinden, wie der Sportunterricht oder die Musikschule. Aber auch Bücher werden auf Deutsch und Türkisch gelesen. Jede Gruppe hat einen Erzieher oder eine Erzieherin auf Deutsch und eine weitere Person auf Türkisch. Und beide sprechen auch konsequent beide Sprachen. Und das auch mit deutschen Kindern oder deutschsprachigen Kindern. Und da hatten wir tatsächlich letztes Jahr auch ein Kind, was innerhalb von den Jahren, wo es in der Kita war, fließend Türkisch gelernt hat, auch wirklich akzentfrei. Und die Eltern auch dann den Wunsch geäußert haben, dass das Kind das weiterhin auch in der Schule lernen kann und weiter fördern kann. Genau, also es ist schon so, dass sehr darauf geachtet wird, aber auch zu diesem sprachlichen Fördern kommt bei uns auch ein kultureller Teil, also auch die Essgewohnheiten. Wir haben eine Küche, wo frisch gekocht wird, wo auch türkisches Essen zubereitet wird und auch viel über die Herkunft des Essens und die Art der Zubereitung gesprochen wird. Also dass die zu dem Sprachlernen auch eben das Erlernen der Kultur gehört. Und gibt es eigentlich etwas, also ist dir das selber schon aufgefallen oder fällt dir das bei den Kindern auf, mit denen du arbeitest? Weil ich finde das total spannend, schon den Erstspracherwerb mit einer Sprache bei meinen Kindern zu beobachten. Das ist ja jeden Tag spannend, was da passiert. Also meine sind noch etwas kleiner. Und
Ich bin darin kein Experte, aber ich habe gehört, dass bilingual aufwachsende Kinder ja durchaus manchmal auch langsamer sich dann artikulieren, weil sie quasi diese zwei Sprachen irgendwie sortieren müssen in ihrem Kopf. Erlebst du das bei den Kindern auch, die du betreust? Und gibt es, das sind vielleicht zwei verschiedene Fragen, aber vielleicht kannst du sie gut zusammen beantworten, gibt es etwas, was sie, also kannst du beobachten, dass sie bestimmte Dinge nur in einer Sprache ausdrücken? Also, weil es vielleicht Gefühle sind, die sie mit der einen Sprache verbinden oder bestimmte Begriffe, Konzepte, die sie nur mit einer Sprache verbinden, kann man sowas beobachten? Ich glaube, das ist schwierig, eine Regel zu finden, weil das bei jeder Familie unterschiedlich ist. Aber es ist schon so, dass die Kinder sehr genau ihre Sprache auch anpassen können, also situativ an bestimmte Sprachangebote, die von außen kommen. Also wir hatten zum Beispiel einmal Stille Post gespielt, wo das Wort Apfel am Beginn war und am Ende kam das türkische Wort raus, weil ein Kind für ein deutsches Kind übersetzt hat, andersrum, ein deutsches Kind für ein türkisches übersetzt hat. Also das Wort, was am Ende rauskam, war richtig, nur wurde es übersetzt. Und es war ja demnach auch nicht ganz falsch. Und die Kinder wissen also genau, die können es schon sehr gut einordnen, wer spricht welche Sprache, wer versteht welche. Und wegen des langsameren Denkens bei bilingualer Erziehung, das nehme ich eher nicht wahr. Ich finde, dass die Kinder sehr schnell reagieren können und sehr gut auch Situationen beobachten können und auch Personen einschätzen können. Also ich denke auch, das Denken ist nicht verlangsamt, aber der Ausdruck wird eben manchmal gesucht. Oder es kommt dann einfach dazu, dass was Gemischtes am Ende rauskommt. Hm? Erlebst du das bei deinen, oder hast du das, die sind ja schon groß, hast du gesagt, bei deinen Kindern auch so erlebt zu Hause, wenn ihr, als ihr sie bilingual erzogen habt oder das, als sie bilingual aufgewachsen sind? Ja, also zum Beispiel sind dann englische Verben mit deutschen Flexionen rausgekommen. Also ja, habe ich auf jeden Fall auch beobachtet. Abgesehen davon, dass eben bei Zwillingen das noch anders ist und die eben miteinander schon eine eigene Sprache entwickeln und dann sowieso sehr spät angefangen haben zu sprechen, gab es dann eben auch so Interferenzen oder es wurde vermischt. Und es ist auch jetzt mit 17 so, weil sie manche Fächer auch auf Englisch jetzt in der Schule machen, dass eben zum Beispiel biologische Termini dann auf Englisch kommen, weil sie die da einfach in Englisch gelernt haben. Steve hat ja zum Glück gesagt, dass wir noch mal ein Stück zurückgehen. Und ich würde tatsächlich gern auch auf diesen Übergang Kindergarten, Schule noch mal eingehen. Denn die Kinder, die bei dir im Kindergarten sind, Amira, die sind zum Teil aus deutschen Eltern oder deutschsprachigen Elternhäusern, zum Teil aus türkischsprachigen Elternhäusern, haben bei euch diese Chance, beide Sprachen zu sprechen, zu lernen und müssen dann aber zumeist in deutschsprachige Schulen gehen oder dürfen, je nachdem. Es gibt zwar in Berlin zum Beispiel ja eine Europaschule mit der Sprache Türkisch, aber die gibt es nicht überall. Und wenn wir jetzt auch, wir haben ja nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer aus Berlin, sondern aus der gesamten Republik, aus verschiedensten Bereichen, und es ist auch nicht nur bezogen jetzt zum Beispiel auf das Türkische, sondern auch auf alle anderen Sprachen. Also ich erlebe im Kindergarten jetzt wie bei euch einen Sprachbad quasi, und dann muss aber dieser Übergang erfolgen. Wie werden die Kinder entweder darauf vorbereitet oder was habt ihr auch von Eltern erfahren, wie es den Kindern dann an der Schule geht, wenn dieses Sprachbad so gar nicht mehr da ist und wenn sie nur noch auf eine Sprache sich konzentrieren müssen? Ich glaube schon, dass es teilweise auch sehr überfordernd sein kann und dass da eben dieses, was Steve vorhin angesprochen hat, diese Sprachhierarchie sehr sichtbar wird, weil in unserer Sprache finden wir das Wort wieder Bildungssprache und das ist bei uns eben Deutsch, was ja eigentlich auch schon impliziert, dass es eine in der Rangliste hochwertigere Sprache ist und die andere eben keine Relevanz mehr hat. Und ich glaube schon, dass das viele Kinder vor einige Herausforderungen stellt. Vor allem, weil ihr Ausdruck ja durchaus gemischt ist. Also wie es bei Janas Kindern ist, mit diesem Code-Switching,
dass sie sich manchmal viel besser ausdrücken können. Und das machen sie auch nicht willkürlich, wenn sie Sprachen mixen, sondern in ihrer Form, in ihrer Struktur des Satzes setzen sie ja die fremdsprachlichen Wörter richtig ein. Und das ist ja eigentlich eine Kompetenz, die denen dann in der Schule wieder abtrainiert wird. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, das war so meine Überlegung dabei, ist die Wertigkeit, die du benannt hast, die Sprache über die gesamte Kindergartenzeit hat, die ist dann nur noch zu Hause gelebt und die ist nicht mehr zum Beispiel in der schulischen Umgebung gelebt. Was ja auch bedeutet, ich habe den Raum für die Sprache nicht und bei uns geht es ja um die Freiräume, ne? Also wann kann ich diese Sprache eigentlich anwenden und wie sehr wissen auch andere, dass die Sprache zu mir gehört? Also in unserem Beispiel jetzt, du, Amira, bist bilingual groß geworden, wir sind in einer Familie groß geworden, aber ich zum Beispiel nicht mit Türkisch als sprechender Sprache und gleichwohl gehört es zu meiner Umgebung dazu. Und aufgrund von Äußerlichkeiten wird dir das aber eher zugeschrieben als mir. Und so ist das mit anderen Sprachen, die höhere Wertigkeiten oder geringere Wertigkeiten haben aufgrund zum Beispiel äußerer Zuschreibungen ja auch. Und dass Kinder bestimmte Sprachen schon aberkannt werden aufgrund ihrer äußeren Zuschreibung. Das, glaube ich, ist bei diesem Übergang in die Schule ein ziemliches Problem. Und gleichwohl haben wir den Bildungsauftrag in Schule, dass ja Sprachen gelernt werden sollen. Wir haben ein europäisches Ziel von mindestens zwei Fremdsprachen plus der Erstsprache, die zu Hause gesprochen wird. Und da werden dabei bestimmte Sprachen einfach vernachlässigt. Und da würde ich gerne von dir wissen, Jana, wie erlebst du das? Welche Sprachen die Kinder zu Hause sprechen, werden tatsächlich auch schulisch unterstützt? Oder gibt es Programme, dass diese Sprachen unterstützt werden? Also es gibt zum einen einfach die persönliche Wertschätzung und das versuchen wir wirklich in der Schule auch also zu unterstützen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die zweite Fremdsprache in der 7. Klasse anfange, wenn auch die Kinder zu uns an die Schule kommen, ans Gymnasium, dann frage ich sie natürlich, welche Sprachen sprecht ihr noch? Wie viele Sprachen sprecht ihr? Und den türkischen Kindern kann ich dann erstmal sagen, ihr werdet in Französisch gute Karten haben, denn da gibt es einige Wörter, die es im Französischen und im Türkischen gibt. Und dann sind die schon immer ganz stolz. Dann sage ich, ihr habt den Auftrag, immer, wenn ihr ein französisches Wort lernt, das auch im Türkischen vorkommt, immer Bescheid zu sagen. Und dann entwickeln wir ein Poster, auf das alle Wörter draufkommen. Und die anderen werden natürlich auch ganz hellhörig und schauen, ob es vielleicht in ihrer Sprache auch ein französisches Wort gibt. Also es ist einfach eine persönliche Sache, dass man es unterstützen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch, wir haben letztes Jahr ein E-Training-Projekt gemacht zu Mehrsprachigkeit in Europa. Unsere Projektsprache war Französisch ursprünglich und wir haben Podcasts gemacht, die die Kinder dann thematisch selber wählen konnten, zum Beispiel über ihre Lieblingsserien oder über Sport oder. Und die Auflage war, dass sie zuerst einen kleinen Podcast auf Französisch machen sollen und dann durften sie sich noch eine andere Partnersprache suchen, denn sie haben festgestellt, dass eben in Paris auch ganz viele andere Sprachen gesprochen werden und auch in Italien und auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in Österreich, also es waren, Spanien war noch dabei, ganz viele Sprachen und die haben immer wieder festgestellt, oh, da sprechen Kinder Polnisch und mit denen unterhalten wir uns eben auch mal. Also nachdem sie ihr Französisch-Soll erfüllt hatten, dann konnten sie auch die anderen Sprachen noch zur Geltung bringen. Und das fanden sie ja sehr interessant. Also ich hatte auch zwei Kinder aus den Philippinen. Die haben zwar niemanden gefunden, aber die haben dann einfach, die sind in meiner Klasse gewesen, zusammen noch was aufgenommen, ja. Ich finde das, Jana, einen total spannenden Punkt, den ich als Fremdsprachenlehrer ehrlich gesagt nicht aufgegriffen habe. Und ich ärgere mich jetzt gerade so im Nachhinein total. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen Inspiration für diejenigen, die uns zuhören. Weil es natürlich ja eigentlich auch von sprachhistorisch durchaus nachvollziehbar ist, warum es in den romanischen Sprachen auch Bezüge zum Türkischen gibt oder auch zum Arabischen. Und das sozusagen dann auch mal als Stärke sozusagen herauszuarbeiten, so wo findet ihr euch eigentlich wieder von eurer Muttersprache oder von euren Muttersprachen in der Fremdsprache, die wir jetzt gemeinsam lernen. Und da sozusagen auch so Selbstwirksamkeitserfahrungen bei den Menschen zu ermöglichen, die möglicherweise wegen ihrer Sprache, die sie zu Hause gelernt haben, eher manchmal Ausschlusserfahrungen machen. Und das finde ich genauso, also das finde ich spannend für die Fremdsprachen, die wir hauptsächlich in der Schule lernen,
dass die eigene Sprache, Muttersprache oder Zweitsprache hier quasi auch ein Vehikel sein kann, auch eine Stärke sein kann und wir das wertschätzend aufgreifen können im Fremdsprachenunterricht. Und ich finde das aber auch, wir reden ja nicht nur über Fremdsprachenunterricht, wir reden ja über Sprache insgesamt. Und da fand ich den Punkt, den du vorhin aufgemacht hast, Amira, auch total spannend. Also geschlechtergerechte, geschlechter- oder gendersensible Sprache ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, ein sehr polarisierendes. Wir diskutieren da sehr drüber, über das Sternchen, über die verschiedenen Formen. Und dann ist es natürlich total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, dass es Sprachen gibt, in denen es das Pronomen gar nicht gibt oder in dem Geschlecht sozusagen diese Zuschreibung von Geschlecht gar keine so große Rolle spielt. Und ich habe das mal gehört, aber du mit deinem Hinweis ist mir das jetzt gerade wieder so richtig bewusst geworden, dass es im Türkischen ja so ist und viele in Deutschland Türkisch sprechen als Muttersprache und das ja auch im Deutschen natürlich aufgegriffen werden könnte. Wie löst ihr das eigentlich in der Sprache, die ihr gelernt habt? Und was kann man davon möglicherweise übertragen oder wie kann sich Sprache entwickeln, dass man sowas auch aus verschiedenen Sprachkonzepten sozusagen übernimmt und dann Schülerinnen und Schülern wirklich seine Kompetenz zu übertragen als Lehrerin oder als Lehrer, die man selber gar nicht hat, weil man die Sprache nicht spricht, aber die Stärken sozusagen dann der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und in den Unterricht zu integrieren, wäre tatsächlich, finde ich, so ein Moment, der Sprache dann zu so einem neuen Raum macht, zu so einem Freiraum, weil dann quasi alle von diesen Schülerinnen und Schülern lernen können, auch die Lehrkräfte. Ja, genau, finde ich auch. Und auch, was Jana angesprochen hat, dieses Netz aus Sprachen. Also es sind ja keine in sich geschlossenen Felder oder Kategorien, sondern die sind ja alle vernetzt miteinander. Das stelle ich auch jetzt immer wieder fest, wie viel Arabisch wir in der deutschen Sprache drin haben. Und dadurch eben auch so ein bisschen Barrieren abzubauen in der Gesellschaft, die ja schon sehr von Diskriminierung geprägt ist. Und nochmal zu dem Übergang von der Kita zur Schule, das stelle ich sehr stark fest, dass Deutsch eben schon eine Voraussetzung für den gesamten Lernerfolg und Schulerfolg bei uns darstellt und dass eben die Kinder, die nicht die ausreichenden Ressourcen der deutschen Sprache haben, häufiger einen I-Status bekommen oder häufiger ein Jahr länger in der Kita bleiben, weil sie eben diese Voraussetzungen nicht erfüllen oder nicht erfüllen können. Und genau, dass da einfach sehr viel von abhängt, von dieser Sprache. Jana, magst du uns mal sagen, was eigentlich dein zweites Fach ist? Oder hast du zwei Sprachen? Ja, Englisch habe ich noch. Okay. Dann weiß ich gar nicht, ob du das auch erlebst im Schulalltag. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder möglicherweise sogar in der zweiten Fremdsprache, die sie lernen, dann auch nochmal Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können, weil sie da quasi genauso bei Null anfangen wie alle anderen. Was ich total spannend fände, es gibt ja quasi auch bilinguale Schulen, Helene hat es gerade schon angesprochen, aber ich fände es auch im Alltag total spannend, diese Stärke herauszugreifen, indem wir vielleicht projektartig, vielleicht hast du da auch schon Erfahrung gemacht, Jana, an eurer Schule, sich bestimmten Themen auch über die Fremdsprache zu nähern, weil dann alle sprachlich quasi nicht bei Null sind, aber alle quasi sprachlich gleich angefangen haben. An bilingualen Schulen sind es ja oft zumindest die Fächer Geschichte, Politik, Geografie. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Kennst du das vielleicht auch aus eurem Wettbewerb, dass man sich quasi bestimmten Themen über die Fremdsprache annähert, gar nicht im Sinne einer Didaktik der Sprache, sondern quasi der sprachlichen Auseinandersetzung mit einem Thema? Also an unserer Schule haben wir eine Englisch-Profilklasse und eine Französisch-Profilklasse. Das heißt, dass die Kinder die jeweilige Sprache als erste Fremdsprache lernen und dann auch in Geografie und in Geschichte Module in der Fremdsprache absolvieren. Aber das ist nur für die Erstfremdsprachler. Und also ich finde, dass es durchaus auch für Zweitfremdsprachler interessant ist. Und das kann man dann eben ein bisschen flankieren mit solchen E-Twinning-Projekten, wie ich schon angedeutet habe. Das sind, ich weiß nicht, ob E-Twinning ein Begriff ist, soll ich das erklären? Gerne. Okay. Also E-Twinning ist einfach eine Plattform, auf der sich alle europäischen Lehrer miteinander vernetzen können und sich für Projekte zusammenfinden können. Und sie können dann selber entscheiden, welcher Art und welcher Länge und welcher Intensität das Projekt ist. Es gibt also kleine Projekte, wo man zum Beispiel nur Weihnachtskarten schreibt, Weihnachtslieder füreinander singt, Rezepte austauscht und das, um so ein
Event irgendwie drumherum gruppiert. Also auch Fußball-Europameisterschaft ist ein ganz beliebtes Thema, ja, weil da alle was dazu zu sagen haben. Und wir haben zum Beispiel im letztes Jahr ein Podcast-Projekt gemacht. Wir haben aber auch schon mal Fabeln geschrieben zusammen. Und das Spannende daran ist, dass eben Lerner miteinander kommunizieren und dass man nicht unbedingt mit Muttersprachlern das Projekt macht. Also viele suchen ja immer nach den Muttersprachlern und wollen dann mit einer französischen Schule zum Beispiel ein Projekt machen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich bei den Schülern gerade so in der 8., 9. Klasse viel besser ankommt, wenn die mit Lernern zusammen kommunizieren, die ungefähr auf dem gleichen Level sind. Und die Sprache dann eben zur Kommunikation eingesetzt wird. Wir haben also zum Beispiel mit Rumänien da ganz gute Erfahrungen gemacht, weil da auch Französisch sehr viel gelernt wird. Oder wir haben Englischprojekte gemacht mit Kindern im ersten Lernjahr, also 7. Klasse, 2. Fremdsprache. Da waren Kinder aus Tunesien, aus der Türkei, aus Griechenland, aus Albanien und so weiter zusammen und haben dann zum Beispiel erstmal gesagt, wie zähle ich in meiner Muttersprache, wie zähle ich auf Englisch? Und dann haben wir Lieder ausgetauscht und so ganz kleine Aktivitäten jeweils pro Monat. Und das ging im ersten Lernjahr eben so doch schon auf Englisch. Also die haben eben dann die Wörter gelernt, dann haben sie gelernt, wie sie es miteinander verbinden und sind einfach auch neugierig geworden, die Sprache selber zu entdecken und sich eben nicht immer an dem Lehrbuch ranzuhangeln und heute lernen wir was über die Vergangenheit und so weiter. Also das ist viel spannender, wenn sie auch ein bisschen selber mitbestimmen können und wenn sie wissen, da sind eben Kinder auf der anderen Seite. Die haben sich dann zum Beispiel zu Albanien informiert und haben ganz viel über Albanien gelernt. Mehr als manch anderer. Ich wette, das wird auch noch zum Abitur bekannt sein, was sie in der 7. Klasse über Albanien gelernt haben. Das klingt total cool, was du da erzählst. Sorry, wenn ich da kurz reingehe. Die Zwillinge gibt es auch für Kindergärten. Man kann früh anfangen. Sehr gut. Nee, weil das eben auch nicht nur der reine Sprachunterricht ist, sondern Sprachbegegnung und Erlebnisse mit Sprache. Und das ist ja auch das, was Helena vorhin beschrieben hat, diese Awareness, diese Language Awareness irgendwie zu haben, also diese Bewusstheit für eine Sprache, weil man sie gehört hat, wie es bei dir beim Türkischen ist, also dass man ein Gefühl für einen Klang hat, man muss ihn nicht ganz beherrschen, aber man kennt die Laute, den Klang, die Struktur, damit verbundene Gestiken und so, und das ist ja schon ein sehr tiefer Einblick, den man da ja auch bekommen hat. Also sehr toll ist zum Beispiel auch, Zungenbrecher in den Sprachen rumzuschicken und dann jeweils von den anderen zu hören und wiederholen zu lassen. Das kommt immer hervorragend an. Können auch die ganz Kleinen. Das ist total toll und inspirierend, was du tatsächlich berichtest. Und auch den Punkt aufgreifend, den wir vorhin hatten, Barrieren abzubauen oder auch dieses Schamgefühl abzubauen, ne? Und dann zu sehen, ah, die sind auch noch gar nicht so weit und ich muss eben nicht das High-Level-Französisch sprechen, sondern ich kann über ganz kleine Sachen, ganz kleine Projekte mich der Sprache, den Kulturen etc. nähern und aber mit anderen Menschen kommunizieren, ohne dass es, so wie du vorhin beschrieben hast, Amira, immer Englisch ist, ne? Sondern auch die anderen Sprachen bringen mich in der Welt weiter und damit kann ich mir Räume erschließen. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke dahinter. Ja, und auch den Prozess dahinter zu sehen, ne? Dass es ein Lernprozess ist, den wir ja auch in unserer Erstsprache noch haben. Also der steht nicht still, unser Deutscherwerb in der deutschen Sprache. Du hast schon gerade von Projekten berichtet, Jana. Ich würde gerne, weil wir das auch angekündigt haben, tatsächlich auf den Bundeswettbewerb Fremdsprachen einmal eingehen. Es gibt in den verschiedensten Unterrichtsfächern große Wettbewerbe. Viele kennen Jugend debattiert, Jugend forscht. Aber sowas gibt es eben auch für die Fremdsprachen. Und es wäre total schön, wenn du uns einmal erzählst, was ist der Bundeswettbewerb, wie ist der aufgebaut und wie kann man den zum Beispiel eben auch in den Schulunterricht mit einbinden. Also diese großen Wettbewerbe, die du gerade genannt hast, die gehören tatsächlich auch zu Bildung und Begabung, was verschiedene Wettbewerbe anbietet und sie dann auch am Ende in den Sommerakademien wieder zusammenführt, wenn die Kinder, die eben ins Finale gekommen sind, dann zusammentreffen und zu verschiedenen Themen sich austauschen und dann Workshops dazu machen. Also es gehört zu dieser Familie. Und der Bundeswettbewerb
bietet schon einen Schnupperwettbewerb für Grundschulen an. Das ist dann eher so online, so ein kleines Quizspiel. Und ab der 6. Klasse können die Kinder im Team teilnehmen. Das sind 3 bis 10 SchülerInnen, die da zusammenarbeiten und lernen. Das kann man zum Beispiel in der Grundschule in AG-Form machen, aber wir machen es auch am Gymnasium dann in mehreren kleinen Gruppen, dass wir zu einem Oberthema dann kreativ tätig werden. Und im Prinzip ist thematisch gar nichts vorgegeben, sondern es geht darum, am Ende in der Fremdsprache zu kommunizieren und Fremdsprache in den Mittelpunkt eines Lernproduktes zu stellen. Also das kann ein Podcast sein, das kann ein Theaterstück sein, ein Film. Wir hatten auch schon Debatten oder Fernsehshows, Kochshows. Es geht eigentlich wirklich alles, was mit Sprache zusammenhängt. Meistens ist es ein audiovisuelles Produkt, weil es am Ende auch auf der Bühne gezeigt wird. Und wie gesagt, es geht von der 6. bis zur 10. Klasse. Und parallel kann man ab der 8. Klasse auch als Solistin antreten. Und da wählt man zuerst mal nur eine Fremdsprache aus. Das ist meistens die erste. Und da gibt es auch noch nicht so viel Variation, ne? Weil man muss ja schon ein gewisses Level erreichen. Ich würde sagen, dieser Solo-Wettbewerb ist halt eher so elitär geprägt. Und in der Oberstufe öffnet sich das Ganze wieder. Dann darf man eine zweite Sprache dazu nehmen. Und das kann dann auch die Muttersprache sein. Und Türkisch gibt es da zum Beispiel auch im Angebot. Ich versuche dann auch immer ganz viel Werbung zu machen und Schüler zu motivieren, dann eben mit Türkisch auch teilzunehmen. Aber die meisten trauen sich gar nicht, weil sie es eben nur zu Hause gelernt haben und sich dann einfach nicht fit fühlen, das in so einem Bildungskontext irgendwie mit einzubringen. Also da will ich auch wirklich gerne noch mehr Informationen streuen, weil ich seit Jahren versuche, eben auch die Leute mit kleinen Sprachen dann im Oberstufenwettbewerb zu motivieren. Und es ist wirklich sehr schwer, Leute zu finden. Also das sind die verschiedenen Kategorien. Ich finde das total interessant und mich würde da tatsächlich auch interessieren, wie viel dann quasi Qualität, also Richtigkeit, eine Rolle spielt bei der Bewertung oder bei der sozusagen Preisverleihung und wie viel quasi Kreativität und andere Kategorien bedeutsam sind. Und was mich auch interessiert ist, also meine Kritik an Jugend debattiert ist, diese Kritik ist ja nicht nur von mir, die gab es von vielen, die ist mittlerweile ja auch aufgegriffen worden von denen verantwortlich von Jugend debattiert, dass sie lange Zeit quasi fokussiert haben auf die ohnehin Besten der Schule, weil es ja auch ein Wettbewerb der Schulen oftmals dann ist gegeneinander. Und die Eloquentesten, die dann mit Bourdieu gesprochen, ohnehin mit einem hohen kulturellen Kapital schon in die Schule kommen, in einer hohen Sprachbildung, einer hohen Sprechfähigkeit und die dann quasi noch weiter unterstützt haben. Ist das denn bei der Fremdsprachendidaktik auch so oder ist die Idee schon, dass man quasi versucht, auch vor allem Schülerinnen und Schüler besonders zu fördern, die vielleicht noch weniger eloquent sind oder noch weniger Sprachvarianz und so weiter aufbringen? Also im Teamwettbewerb, da geht es auf jeden Fall um den Spaß an der Sprache. Und da darf man auch unterschiedliche Sprachen mit einbringen. Es kann also auch ein mehrsprachiger Beitrag sein. Wobei es eigentlich ungünstig ist, zu viele Sprachen zu nehmen und jetzt zu zeigen, wir haben 10 Sprachen, die wir zu 10 sprechen, weil man einfach ein bisschen Substanz haben muss, um dann auch Punkte zu kriegen, ne? Und dann, dass wir bewerten können, wie die Kinder sich in der Sprache äußern können. Aber wir in Berlin sind dafür zuständig, sozusagen den Teamwettbewerb zu jurieren und da auch die Preise zu verteilen. Und wir orientieren uns wirklich darauf, dass für jedes Level an Schule, also sowohl für die Grundschulen als auch für die Sekundarschulen und für die Gymnasien, dabei Preise zur Verfügung stehen. Also wir werben quasi selber die Sponsoren an und wir werden unterstützt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, das dann auch regelmäßig für Sekundarschulen einen Preis bereitstellt, dass sie dann eben nochmal einen Französisch-Workshop kriegen und nochmal so mit Franzosen ein bisschen Theater spielen können. Und für die Grundschulen haben wir zum Beispiel die kanadische Botschaft, die dann auch sehr gern nochmal willkommen heißt und ihnen was über Kanada erzählt. Das ist sehr schön, weil da haben wir Englisch und Französisch abgedeckt. Meistens machen allerdings die Kinder in Englisch mit. Letztes Jahr haben sie zum Beispiel so einen Stop-Motion-Film gedreht, der auf einem
auch auf einem Hörspiel geruht hat. Also zuerst die Erstversion war Hörspiel und dann haben sie festgestellt, oh, sie haben gewonnen und dann mussten sie es auf der Bühne präsentieren und haben dann noch mit Stop Motion und Lego das Ganze illustriert. Also haben dann durchaus auch noch ein paar andere Kompetenzen dabei an sich entdeckt und weiterentwickelt. Und die Gymnasien sind meistens die, die dann in den Bundeswettbewerb in die Finalrunde kommen, einfach weil die dann dort auch in der zweiten Runde nicht nur den Beitrag zeigen, sondern die müssen dann auch ein Interview absolvieren. Und auf der Stufe, also auf der Bundesstufe, ist es schon meistens so, dass dann die starken Leute gefördert werden. Aber in Berlin versuchen wir so ein bisschen gegenzusteuern und da Gutes zu tun für die Sprachen. Und gibt es das zum Beispiel für Türkisch auch? Also, weil ich habe so ein Verständnis oder ein Gefühl dafür, warum das so ist. Wenn man natürlich nur die Sprache zu Hause spricht, dann hat man quasi diesen eher quasi theoretisch unterlegten, am Gymnasium dann ja tatsächlich auch irgendwann akademisierte Sprache sozusagen, die hat man möglicherweise zu Hause ja gar nicht und fühlt sich deswegen auch weniger sicher. Ich spreche zu Hause auch ganz anders, als ich in der Uni spreche oder als ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche. Und das wäre ja total spannend, das dann auch zu fördern und diejenigen, die quasi diese andere Zweitsprache gelernt haben, dabei zu unterstützen, sie zu akademisieren oder zu verbessern. Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Wir würden auch keinen ablehnen, aber wir haben noch keine Anmeldung bekommen. Ich meine, gibt es da so, auch so einen Sprachverein oder so wie den Deutsch-Französischen? Gibt es sowas auch für die türkische Sprache, mit dem man vielleicht dann kooperieren könnte? Bin ich mir sicher. Also bei uns läuft es eher halt andersrum. Wir schauen, wer bewirbt sich, wer reicht was ein und wenn wir merken, wir haben eben Französisch, dann gehen wir auf die jeweiligen Organisationen und Institutionen zu und fragen, ob wir da einen Preis kriegen. Ja? Also auch zum Beispiel, wir haben nicht jedes Jahr eine Gruppe, die auf Altgriechisch Theater spielt, ne? Aber es kommt vor. Und dann kontaktieren wir den Altphilologenverband und fragen, ob sie die Gruppe vielleicht fördern würden, zum Beispiel durch einen Museumsbesuch oder etwas, was eben Kinder, die altsprachlich interessiert sind, irgendwie motivieren könnte, da noch mehr zu machen. Ich würde gerne den Punkt nochmal aufnehmen, den Steve vorhin auch schon angesprochen hatte. Sprache als ja etwas, was auch eine Segregation eigentlich ausmacht, ne? Also wir haben eine Schülerinnen und Schüler, die bestimmte Sprachen lernen am Gymnasium. Das hast du jetzt auch gerade nochmal gesagt, ne? Es gibt verschiedenste Schulformen und aber nicht in allen Schulformen kann ich in einem bestimmten Jahrgang schon zum Beispiel eine zweite Fremdsprache lernen. Das heißt, die Förderung bestimmter Schülerinnen und Schüler aus einer intrinsischen Motivation heraus, eine Sprache zu lernen, würde an der Stelle gar nicht unterstützt werden, weil ich kann es nicht an der Schule. Also zum Beispiel an einer Gesamtschule wird erst an bestimmten, ne, nicht an allen, ab zum Beispiel wie bei uns Jahrgang 9 Spanisch angeboten, Französisch in Klasse 7. Wenn ich jetzt also ein bestimmtes akademisches Ziel verfolge, werde ich eher Französisch wählen als dann zu einem späteren Zeitpunkt Spanisch. Glaubst du, dass zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Sprache früher zu lernen und vielleicht dann auch in kleineren Gruppen und nicht in Klassen dazu beitragen könnte, dass Schülerinnen und Schüler aus einer eigenen Motivation heraus die Sprache wählen und dann zum Beispiel auch an so einem Wettbewerb wie eurem teilnehmen, also dass es eben nicht immer mit Bildung und Begabung zusammenhängt? Ja, na klar. Und was bräuchte es dafür? Also was wären Geld. deine Geld? Genau. Also es fehlt garantiert nicht an Motivation. Ich würde auch sehr gerne mehr Teilungsunterricht machen, kleinere Gruppen unterrichten. Und ja, also Geld und Zeit wäre auch noch gut. Ja, und sicherlich auch Fachkräfte, oder? Ja, also die bekommt man meistens durch Geld. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wobei, Amira, das, was du machst, ist ja eine andere Art von Fachkraft, also nicht Fremdsprachenlehrerin oder Fremdsprachenlehrer, aber ich würde mir tatsächlich viel mehr
quasi nicht Lehrkräftepersonal an Schulen wünschen. Wir haben das ja durchaus schon über die soziale Arbeit, über Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Aber ich finde gerade diese Perspektive, auch quasi Sprachpädagogik zu stärken, auch als eine besondere Perspektive, nicht nur für die Kita oder für das frühkindliche Lernen, sondern auch für die Schule insgesamt, wo wir genau diese Perspektiven ja auch berücksichtigen könnten. Also warum trauen sich eigentlich bilingual aufgewachsene Kinder, die Türkisch oder Arabisch gelernt haben, an solche Wettbewerbe nicht heran? Und wie kann man sie vielleicht eben fördern, motivieren, empowern oder Empowerment-Erfahrungen mit ihnen teilen, dass sie sich dann doch trauen, an solchen Wettbewerben teilzunehmen? Oder wie kann man auch, also ich glaube, dass es zum Beispiel sowas wie Sprachpädagoginnen und Pädagogen an Schulen bräuchte, um auch so eine Art Safe Space zu schaffen, also mit ihnen mal darüber zu sprechen, was macht ihr eigentlich für Erfahrungen mit eurer Sprache, die ihr lernt? Wir haben das jetzt einfach so quasi am Rande thematisiert, aber für viele junge Menschen ist das ja auch schicksalsprägend so oder auch lebensprägend, wie ihre Sprache wertgeschätzt wird, gesellschaftlich und dann eben auch in der Schule. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass Lehrkräfte, und das ist kein Lehrkräfte-Bashing, wir sind ja hier 3 von 4, die auch als Lehrerinnen und Lehrer tätig sind oder waren, aber es gibt Untersuchungen dazu, die zeigen, dass das durchaus einen Einfluss auch zum Beispiel auf Benotungen hat, wenn die Eltern und oder die Kinder fließend Deutsch sprechen oder nicht. Also zumindest erstmal auch eine Ersteinschätzung der Leistungsfähigkeit der Kinder. Und ob der Akzent dann eben Französisch oder Türkisch ist oder Französisch oder Türkisch zugeschrieben ist, spielt dabei eben auch eine Rolle, genauso wie Namen und so weiter. Und deswegen fände ich das, wenn du jetzt über Fachkräfte sprichst, Amira, tatsächlich eigentlich einen spannenden Punkt. Also können wir Schule nicht für Sprache nicht nur als etwas, was man akademisch lernen kann, als Fremdsprache, sondern auch als Muttersprache oder Zweitsprache die Schule sozusagen als einen sensiblen Raum dafür werden lassen. Und dafür bräuchte es, glaube ich, mehr als nur Fremdsprachenlehrerinnen und Lehrer. Weil ich könnte das zum Beispiel nicht. Ja, absolut. Also auch außerhalb des Unterrichts eben SozialarbeiterInnen, die für zum Beispiel arabischsprachige Kinder zur Verfügung stehen, auch als sprachlicher Rückzugsort für Beratung, interkulturelle Beratung, weil es ja auch eine gewisse Vertrautheit schafft, wenn man in einem neuen Umfeld ist und genau sich verstanden fühlen. Also viel auch emotionale Unterstützung bietet das ja. Einmal für die Schülerinnen und Schüler und aber auch für die Eltern, ne? Also weil, oder die Erziehungsberechtigten, denn Schule ist ja ein Raum, der zwar vornehmlich von SchülerInnen und LehrerInnen gelebt wird, aber die Eltern und Erziehungsberechtigten gehören ja genauso dazu. Und im Fremdsprachenunterricht zum Beispiel haben wir ganz oft FremdsprachenassistentInnen da, ne? Aus den Zielsprachenländern, die dann im Unterricht unterstützen. Oder vielleicht haben wir es nicht ganz oft, aber wir haben die Möglichkeit dafür. Und so könnte ich mir das, wie Steve das beschrieben hat, für den Schulalltag auch vorstellen, ne? Also warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass in einem Rahmen der Schulsozialarbeit oder in anderen Fächern einfach auch Personen mit anderen Zielsprachen am Unterricht teilnehmen und dann zum Beispiel Schülerinnen und Schüler unterstützen? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich schaue so ein bisschen auf die... Entschuldigung. Ja, sag bitte. Du schaust unbedingt auf die Zeit, ne? Genau. Ich wollte sagen, zur Zeit, Geld. Muss auch noch der Raum dazu kommen, denn wir haben zum Beispiel gar keine Räume, um mal Kinder von den anderen zu trennen und ihnen mal die Möglichkeit zu geben, miteinander in der Atmosphäre miteinander zu sprechen, wo man sich auch hört. Ne? Ja, und was es vielleicht auch bräuchte, wäre quasi die, also in Berlin haben wir ohnehin schon eine weitgehende Abschaffung sozusagen dieser Mehrgliedrigkeit unseres Schulsystems, aber das Gymnasium gibt es eben doch immer noch, also für die Allerbesten gibt es eben doch noch eine besondere Schulform. Ich will an dieser Stelle gar nicht darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, dass wir viel öfter so Partnerschaften hinbekommen, zum Beispiel zwischen dem Gymnasium und der Stadtteilschule, die daneben ist, und das könnte zum Beispiel auch für bilingual oder mehrsprachig aufgewachsene Kinder eine total spannende Erfahrung sein. Also sagen wir zum Beispiel türkisch oder arabisch bilingual aufgewachsene Kinder, die dann Kinder, die auch so aufgewachsen sind, aber nicht den Weg aufs Gymnasium gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer. Auch da ist die Forschung ja relativ klar, dass es ganz vielfältige Gründe dafür gibt und nicht nur Leistung oder Leistungsfähigkeit. Dass man da so Patenschaften aufmacht, und dafür bräuchte es nicht zwingend Zeit oder Geld, aber es bräuchte sozusagen eine, also so eine Loslösung von dem
Ja, von diesem engen Korsett, in dem wir in der Schule manchmal stecken. Also wenn dann quasi so ein Lernpate vom Gymnasium mal für eine gewisse Zeit an der Stadtteilschule ist oder an der Gemeinschaftsschule und dann vielleicht einen Teil des Unterrichts an dem Gymnasium verpasst, dann muss das nicht zwingend gleich ein Problem sein. Wenn es aber dann auf die Klausur oder die Klassenarbeit hinausläuft und diese Note als unbedingt relevant erachtet wird, so, dann wird das kein Schüler machen, freiwillig so. Also so eine Patenschaft zum Beispiel zu übernehmen. Genau, weil, wie du sagst, die Priorisierung halt nicht bei dieser Förderung von Diversitätsbewusstheit liegt, sondern eher auf der Leistung und der Gewinn darin halt noch nicht ganz gesehen wird, in so einer Patenschaft zum Beispiel oder in Kontakt mit anderen Sprachen. Ja, und die Zeit ist ja am Gymnasium halt auch immer so knapp und die Kinder sind so getaktet, dass es da wirklich schwer wird. Und es ist halt auch, es ist immer ein Wert, mit anderen Menschen zusammen im gleichen Takt da durchzukommen und die Klassenarbeit zu schreiben und immer wieder diese Etappen zu durchlaufen. Also wir versuchen ja auch immer die Schüler zu motivieren, dann doch mal einen Austausch zu machen, zum Beispiel in der 8., 9. Klasse mal für 3 Monate nach Frankreich zu gehen, was im Prinzip auch durch die Förderung des deutsch-französischen Jugendwerkes so gut wie kostenlos ist, aber trotzdem kaum angenommen wird, weil die Kinder immer denken, sie verpassen irgendwas. Also es ist eigentlich ganz egal. Also für Begegnungen ist einfach sehr wenig Zeit freigegeben, womit wir wieder bei den Freiräumen wären. Absolut, das wollte ich gerade sagen, weil das erleben wir an der Uni auch, wo wir sagen, es gibt wahnsinnig viele Förderungsmöglichkeiten, um einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Also das Geld, was ja grundsätzlich auch immer ein Problem ist, könnte man an der Stelle tatsächlich als Problemfeld herausnehmen, ne, und sagen, das ist da, das könnt ihr machen. Es wird alles organisiert, so wie du gerade beschrieben hast. Du kannst ja an der Stelle jetzt tatsächlich den Raum nehmen, aber die Angst davor, dass man dann nicht mehr im Takt ist mit den anderen, dass man etwas verpasst, wiederholen muss, etc. Also dieses Leistungsbewusstsein, was wir in der Gesellschaft haben, steht über dem Diversitätsbewusstsein Bewusstsein und über dem Bewusstsein dafür, welche Räume sich eigentlich noch ergeben können und welche Chancen vor allen Dingen damit. Und ich glaube, das müssen wir ein Stück weit aufbrechen. Genau, das ist ja eine Leistung erbracht worden, die eben noch nicht gewertschätzt wird. Also es ist ein System, wo Leistungen anerkannt werden, aber die gewonnen wird innerhalb eines 3-monatigen Auslandsaufenthaltes, wird eben nicht anerkannt. Also zum Ende haben wir gesagt, wollen wir das nochmal positiv wenden. Und also ich habe ganz viel gelernt und ich finde es total spannend das und inspirierend, sozusagen das in den pädagogischen oder auch in den Lehrkräftebildungs- und Fortbildungsalltag nochmal mitzunehmen, dass wir quasi Fremdsprachen spielerischer lernen können, dass Fremdsprachen auch die Möglichkeit sind, irgendwo nochmal auch in dem Sprachbildungsprozess von vorne anzufangen und nochmal neu auch Stärken zu entwickeln. Dass Mehrsprachigkeit auch eine quasi Kompetenz auf junge Menschen übertragen kann. Also dieses Beispiel Türkisch als geschlechterneutrale Sprache und so weiter, das dann auch tatsächlich nutzbar zu machen, dass es diese Wettbewerbe gibt und dass die Wettbewerbe eben nicht immer oder zumindest nicht auf allen Ebenen nur kompetitiv und nur quasi auf Leistung ausgelegt sind, sondern durchaus auch auf Kreativität, auf eine besondere Form sozusagen der Umsetzung. Das fand ich auch nochmal total spannend, Jana. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, Sprache als Raum und Freiraum zu nutzen. Und trotzdem glaube ich immer noch, dass wir, also dass dieses Bild von Kyra, dass Sprache auch ein Käfig sein kann, dass wir dafür eine Sensibilität brauchen, bei allen, die irgendwie im Bildungssektor unterwegs sind, ob das Lehrerinnen und Lehrer sind, ob das Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind, dass wir eine Sensibilität dafür brauchen, was Sprache eigentlich ausmacht und wann Sprache durchaus eben auch Mauern aufbauen kann und wie wir alle und vor allem die Mehrheitsgesellschaft einen Beitrag dazu leisten kann, diese Sprachen irgendwie einzureißen, indem wir uns dafür interessieren und eben nicht nur dafür interessieren, wenn der Akzent französisch ist, sondern uns auch dafür interessieren, wenn es ganz andere Sprachen sind, die nicht vermeintlich zu unserem Kulturraum gehören. Ich habe übrigens tatsächlich Spanisch als zweites Fach in der Schule und ich habe Spanisch nur als Vehikel gelernt. Ich bin da mal ganz ehrlich. Ich bin eigentlich oder ich bin auch Politiklehrer und Politik ist so mein Hauptinteresse gewesen.
Und ich habe Spanisch gelernt, weil ich mich für Lateinamerika interessiert habe und weil ich gesagt habe, ich will die Menschen dort verstehen. Wenn ich dorthin gehe, dann will ich mit ihnen reden können, ich will die Literatur lesen können, ich will mir diese Orte erschließen können. Und das ist, glaube ich, so das, was wir im Fremdsprachenunterricht auch nochmal, ihr macht das sicherlich, Jana, es ist ja total spannend, was ihr so an verschiedenen Formaten macht. Aber ich finde, oft kommt es im Fremdsprachenunterricht noch zu kurz. So. Also tatsächlich die Motivation andersrum zu drehen und nicht die Sprache zu lernen, sondern die Welt zu lernen, die Welt zu entdecken. Somit sind wir ja auch eingestiegen in unser Gespräch heute, die Welt zu entdecken. Und dafür braucht es möglicherweise eben diese Sprache, die dann Fenster und Türen aufmacht. Und dafür braucht es aber auch sowas wie die Wettbewerbe, die Jana beschrieben hat, oder die Projekte, ne, sowas wie E-Training und eben auch den Bundeswettbewerb Fremdsprache, um über diesen Schulunterricht hinaus den Schülerinnen und Schülern auch Raum zu geben, genau diese Welt zu entdecken und kreativ tätig zu werden. Das fand ich auch nochmal ganz wichtig, das an der Stelle zu betonen. Denn Fremdsprachenlernen heute ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und da hat sich ganz, ganz viel getan. Und ich würde mich freuen, wenn einige diesen Podcast hier als Impuls nehmen, mal darüber nachzudenken, an welcher Stelle kann ich eigentlich Kreativität mit einbauen und an welcher Stelle zeige ich den Schülerinnen und Schülern, dass sie die Sprache, die sie hier gerade lernen, ob nun im Kindergarten oder eben auch in der Schule, als Freiraum nutzen können für eine Teilhabe an einer diversen Gesellschaft und an der Diversität der Welt einfach auch. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Jana, ja, an der Stelle kann ich noch für Erasmus Plus Werbung machen. Ja, sag unbedingt noch. Genau, also der Pädagogische Austauschdienst hat zum Beispiel eine Webseite, auf der man internationale Kontaktseminare besuchen kann. Am 27. und 28. Februar gibt es ein internationales Barcamp für Lehrer und für Schüler, das dann eben in Englisch stattfindet, weil es international ist. Und kann man ruhig immer mal vorbeigucken. Also der PAD bietet auch finanziell unterstützt viele internationale Kontaktseminare in ganz Europa an. Ich war zum Beispiel schon mal in Riga. Und man kann nach Island, nach Irland und sich da mit Menschen austauschen zu Themen, die relevant sind. Also auch Diversität, auch Umweltthemen, ist alles Mögliche dabei. Das ist super. Wir packen den Link gleich mit in die Shownotes, damit man unmittelbar auf die Seite kommt und mehr dazu erfahren kann. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und macht's gut. Danke auch. Tschüss, vielen Dank. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Ciao.